Preist den Herrn. We will continue what we have started last Sunday. Wir werden weitermachen darüber, worüber wir letzten Sonntag gesprochen haben. Watch over your words. Ja, da über eure Worte oder unsere Worte zu achten. How much is important to speak like God tell us to speak. Ja, wie wichtig ist es zu sprechen, wie Gott es von uns erwartet oder uns befohlen hat zu sprechen. So we will start with James chapter 3 verse 1. We will read to 12 to see what the word says. Wir fangen an in Jakobus 3, 1 bis 12. My brother, let not many of you become teachers, knowing that you shall receive a stricter judgment. Wow. Jakobus 3, Vers 1 fange ich an. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. So don't start to teach here and there if you don't know. Keep quiet until you learn. Also fang nicht einfach an zu lehren, wenn du keine Ahnung hast, okay, sondern lerne erst weiter und lehre erst, wenn du weißt. For we all stumble in many things. He's talking to me, he's talking to you, he's talking personally to me, okay? Er spricht hier zu mir, er spricht hier zu dir, er spricht hier uns persönlich an. The scripture is for us. Diese Schriftstellen sind für uns. For we all stumble, all, in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bereit the whole body. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. We know that the word perfect is not possible, but here it means maturity. Wisst ihr, das Wort perfekt, also keiner ist perfekt, aber was hier gemeint ist, ist yeah, Reife. When you are mature, you keep this soup. Weißt du, wenn du reif bist, dann hältst du deinen Mund geschlossen. You don't blow up, you don't get angry, you don't speak. Du ärgerst dich nicht, du sprichst nicht einfach, ja, wahllos. And then he explained to us, oh, the wisdom of God. Indeed, we put bites in horses' mouth, that they may obey us. And we turn their whole body. Wow. You see, horse cannot talk, they have to obey. In Vers 3 steht, wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Okay, look also at sheep. Although they are so large and driven by fierce winds, they are turning by a very small rudder, whether the pilot desires. Well, it looked like the tongues, huh? Okay. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Es ist hier wie unsere Zunge. Even so the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zünden kann. You never saw when we hear news in California or where there is dry places, when a little small fire came from a cigarette maybe, you know, somewhere or and all a forest for thousand, I don't know, kilometer was burning, even houses. Ja. Wir hören so oft in den Nachrichten, wie an trockenen Orten wirklich ein kleines Feuer, oder vielleicht eine Zigarette, wirklich nur ein kleines Feuer, einen Riesenbrand aussetzen kann. And the tongue is a fire, a world of iniquity. This tongue, we have all a tongue, huh? Gott sei Dank. But this tongue can be full of iniquity.
Ja, und unsere Zunge, so ein kleines Glied, kann ein ganzes Feuer entfachen. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. Ja. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. So, when you speak, also wenn du sprichst, your small tongue can burn all your body and all your soul and all what you have and have hell in your life if you don't watch over what you say. Ja. Deine Zunge, dein kleines Glied, die Zunge, kann deinen kompletten Leib in Brand setzen und wirklich die Hölle über dein Leben bringen, wenn du nicht achtest auf was du sagst. How important is your word? I'm asking you. Wie wichtig, also jetzt als Frage, wie wichtig sind deine Worte? Very important. Sehr wichtig. Because with your word you can burn your family, your loved one, your money, your health and everything what belongs to you. Denn mit deinen Worten kannst du wirklich alles niederbrennen. Deine Familie, deine Finanzen, deine Gesundheit, alles was dir gehört. God knows why we tell us watch over our word. Und Gott weiß, warum er uns sagt, wir sollen über unsere Worte achten. And you know what? We talk einfach, you know? Und wisst ihr, manchmal reden wir einfach so nach Lust und Laune. And we think we are very cool. Ja, und wir finden uns dabei auch noch ziemlich cool. And we just, you know, we say, oh, what is this weather, for instance? Na, wir sagen zum Beispiel, was ist das für ein Wetter? You know, we said, well, I didn't insult anybody, I just talk. Und dabei sagen wir, ja, ich habe ja niemanden beleidigt, ich habe es einfach nur gesagt. This word, this only small word between all what you say, you will see how it will stink. Und wirklich dieses kleine Wort in dem gesamten Satz, du wirst wirklich merken, wie es anfängt zu riechen in deinem Leben. Like you said it. Wie du es gesagt hast. You don't take this serious? I take very serious. Und nehmt ihr das nicht ernst? Also ich nehme das sehr ernst. Word we say. Jedes einzelne Wort, das aus unserem Mund kommt. Look what it say in verse 7. Und im Vers 7. For every kind of beast and birds and reptile and creature of the sea is tame and has been tamed by mankind. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und es gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. So, you see that all this creature, all this beast, nobody can talk what they want. They have to do what we tell them to do. Ja, und wie ihr hier lest, jede Kreatur, keine von diesen Kreaturen kann einfach sagen, was sie möchte. Sie müssen uns gehorchen. But, halleluja, but no man can tame the tongue, your tongue. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Nobody. Keiner. It is an unruly evil full of deadly poison. Sie ist ein unstets übel voll tödlichen Giftes. This tongue, diese Zunge, what we have, die Zunge, die wir like haben, to talk anything, how it come and how it feel, die einfach nach Lust und Laune ausspricht, was sie möchte. And God knows this. Und Gott kennt das, er weiß das. And he is merciful. Und er ist voller Gnade. And he tell us what to do, so we can be blessed. Und er sagt uns, was wir tun sollen, damit wir gesegnet werden können. So in verse 9 it say. In Vers 9 lesen wir: With it, with the tongue, we bless our God and Father, and with the tongue we curse men, who have been made in the similitude of God. Und mit ihr, also mit der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach Bild
die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. You know, sometimes we are driving the car and somebody bother us. We drive a car. Manchmal, wenn wir im Auto sitzen und Auto fahren, dann sind da andere Autofahrer, and, die uns ja. And maybe this car is behind you, want to go front and take your place, you know. We like, start to alone in the car, we start to get so angry. Ja. And see. Not watching our words come out to insult the other one he don't even know about. Und ja, dann kann das vorkommen, dass im Auto vielleicht jemand hinter, der Fahrer hinter dir, dir überholen oder schneiden will oder wie auch immer. Und dann befinden wir uns in der Situation, wo wir den gerne beleidigen wollen würden. And we say we are Christian and we watch over our words. When I come here, I make you a big smile. Und wir sagen, ja, wir sind Christen und wir achten auf unsere Worte und wenn wir hier durch die Tür kommen, dann kommen wir mit einem riesen Lächeln hier rein. But when we are not here, aber wenn wir nicht hier sind, I'm alone in the car. Und wenn ich alleine im Auto bin, oh, we are two in the car. Oder wenn wir zu zweit im Auto sind, we start to ja, dann fangen wir an zu fluchen oder wie auch immer. And say, well, I didn't hurt anybody. Und sagen, ja, ich habe ja niemanden damit verletzt. Correct, but you hurt yourself. Das stimmt, aber du hast dich selber auf eine Art und Weise verletzt damit. Every word. Jedes Wort will be accounted unto us. Wird dir angerechnet werden. Wow. Meditate on it. Ja, sinn darüber nach. Ja? Yeah? Sinn darüber nach. Don't speak what you feel. Sprech einfach nicht nach dein sprech einfach nicht nach deinen Gefühlen nach. Verse 10. No? Vers 10. Out of the same mouth, well, the same mouth, my mouth, no? Proceed blessing and cursing, my brother, these things ought not to be so. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein, ach, Entschuldigung, die Quelle, also Vers 11, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. And can a fig tree, my brother, bring bear olives or a grape wine bear fig? Does no spring yields both salt water and fresh? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. The only thing we have to do, das Einzige, was wir tun müssen, is to cut the bad from our mouth. Ist wirklich das Schlechte oder die negativen Worte aus unserem Mund entfernen. Don't talk. Dann sprich lieber gar nicht. Talk only what God says. Sprech nur das aus, was Gott sagt. It's, you know, it's obedience to the Lord. Wisst ihr, es ist Gehorsam Gott gegenüber. To do what he say. Zu tun, was er sagt. And I have so many scripture here. Und ich habe so viele Bibelverse hier. And I don't think there is more in the Bible. Und there is much more. I cannot put everything. Und natürlich stehen so viel mehr noch in der Bibel, die können wir heute alle gar nicht lesen. About what we say. Über einzig und allein über das, was aus unserem Mund kommt. About the tongue. Über unsere Zunge. About how we talk, you know. Darüber, wie wir sprechen. Well, Halleluja. Amen. We will look in Proverbs 18, 20. Wir lesen in Sprüche 18 and 21. Vers 20 und 21. Proverbs 18, Sprüche 18, verse 20. Vers 20. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Von, ja. From the produce of his lips he shall be filled. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. So, what it mean? Also, was bedeutet das? It mean that if I complain,
Das bedeutet, wenn ich mich beklage, if I start to talk about business, oder wenn ich anfange, über das Geschäft zu sprechen, my work, meine Arbeit, my family, meine Familie, my children, meine Kinder, my husband, mein Ehepartner, my wife, ja, Ehefrau, Ehemann, how do I talk? Wie spreche ich dann über diese? Do I talk like the situation is? Spreche ich dann, wie die Situation ist oder wie gerade der Stand ist? Or I talk to bring life to my family, my business, my health, my money. Ja. Oder spreche ich Leben oder ja, in Existenz über meine Familie, mein Ehepartner, meine Arbeit, meine Finanzen, mein Geschäft? You can heal. Du kannst heilen. By your word, mit deinen Worten. The family, deine Familie. Yourself, dich selbst. And many other people. Und viele andere Menschen. Because in verse 21, denn in Vers 21 it's written, steht. I didn't write it down. Das habe ich mir nicht, das habe ich nicht selber geschrieben. The Holy Spirit, das ist der Heilige Geist. He said, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat foods. Tod und Leben, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. What fruit you like to eat? Rotten one? Was für welches Obst oder Frucht esst ihr gerne? Schon ja, vergammelt? You know, he start with the stomach. You see, to make us very clear. Um das ganz klar und deutlich auszudrücken, hat er erst mit dem Magen angefangen. You will be healthy. Ihr werdet gesund sein. In the stomach and the intestines and the feet and everything and the heart and everything with the fruits of your mouth. Ihr werdet gesund sein, eure Organe, euer ganzer Körper anhand der Früchte eures Mundes. And the produce of your lips. Und das, was eure Lippen produzieren, you shall be filled of health and wealth. Sollt ihr satt sein in Gesundheit und in Wohlstand. If you don't believe what I'm saying, wenn du nicht das glaubst, was ich sage, dann wird es in deinem Leben auch nicht sich verwirklichen. You know, du musst anfangen, es zu glauben. Many people don't believe this. Wisst ihr, so viele Menschen glauben das nicht. Many Christian people don't believe this. Viele andere Christen glauben they das say, nicht. God is so almighty that anyway things will happen to me. Und sie sagen, Gott ist so allmächtig und irgendwie wird mir das schon geschehen. You know, if you think like this, then wow, I don't want to be at your place. Und wenn du wirklich so denkst, dann möchte ich mit dir nicht Plätze tauschen. It is, we have to have knowledge of the word of God. Und wir müssen das Wort Gottes wirklich kennen. First my home. Erst in meinem Haushalt. My children, meine Kinder, my husband, mein Ehepartner, my wife, meine Frau oder mein Mann. You know how important is that we talk good about our loved one. Wisst ihr, wie wichtig das ist, gut über uns, ja, über unsere Familie oder die uns nahestehen zu sprechen? You know that when you see story in the family in the Bible, it's always the family who quarrel. Und in der Bibel, wenn ihr die Geschichten über die Correct? Familien lest, dann seht ihr, dass immer in den Familien geschritten wurde. The biggest problem, you know, even Absalom was against his father David, he wanted to kill him even. I mean, it was terrible. Wisst ihr, selbst in der Bibel, ja, Absalom war gegen seinen Vater David und es wurde gestritten. Es war schlimm. Why you think Jesus came? Und was glaubt ihr, warum Jesus kam? To stop all this. Da, um den Ganzen ein Ende zu setzen. To bring family again together. Um Familien wieder zu vereinigen. To bring love in the family. Um wieder Liebe in die Familie love zu bringen. To the children. Liebe in, zu to den the Kindern, parents. Den Eltern. Because in the last day it will be terrible, the Bible says. Denn in der Bibel steht, dass die letzten Tage wirklich ja, furchtbar werden. It will be a son against his father. Dass Söhne sich gegen ihre Väter stellen. It will be, but we will not be like this. Aber wir werden nicht so sein. We will have a victory. Wir sind die, die den Sieg haben we werden. We stick health and healing to our family. Amen.
Wir sind die, die Gesundheit und ja Heilung über unsere Familien sprechen. And we start with our family. Und wir fangen mit unseren Familien an. And then we also pray for and continue with our family. Ja, und dann machen wir weiter mit unserer geistlichen Familie. And every word you say. Und jedes Wort, das du aussprichst, will come back to you. Wird wieder zurück zu dir if kommen. If it is good, ob es gut ist, you will profit from it. Dann wirst du davon profitieren. If it is bad, wenn es schlecht it ist, will be rotten for you. Dann wird es ja wie vergammelte Frucht für dich we sein. We just read it, correct? Und das haben wir doch gerade gelesen. Give us wisdom to all of us. Gott hat uns allen Weisheit gegeben. All of us. Dir, mir, er hat uns allen Weisheit gegeben. God don't have children he love more and he let them say what they want. Never. Gott hat nicht Kinder, die er mehr liebt und die deshalb sagen dürfen, was sie möchten. He is only pleased for those who do what he say. Er ist nur wohlgefällig denen, die tun, was er sagt. You know, I know he loved me. Wisst ihr, ich weiß, dass er mich liebt. I don't know if you know that he loves you, but he does. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass er dich liebt, aber er liebt dich. He died for you. Er ist für dich gestorben. He gave everything away for you. Er hat alles weggegeben für dich. Yeah, but it's not enough for me. Ja, aber mir reicht das nicht. I want him also when he look at me, he said, oh, I love it. He has pleasure in me. Ich möchte, dass er, wenn er mich anguckt, dass er sagt, oh, das gefällt mir, die you liebe know, ich. You know, he's the husbandman. He's the one, you know, we are his church. Wisst ihr, wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Braut. And for man and woman is the same. Und zwischen Mann und Frau ist das dasselbe. Now he present himself like this to show us how one he want to be with us. Und er hat das und er präsentiert sich so, um uns zu zeigen, wie in was für eine Einigkeit er mit uns sein möchte. I don't want him that he turn his face and let me look for somebody else that I'm not. Do you want this? Und ich möchte nicht, dass er sich mir entwendet und sagt, oh, ich suche mir jetzt jemand anderen. I want him to have pleasure in me. Ich möchte, dass ich ihm wohlgefällig bin. Every time I come, I said hallelujah and started to pray. I said, wow, she come again. Wow, I'm so happy. Jedes Mal, wenn ich anfange zu beten und sage Halleluja, dann möchte ich, dass er weiß, dass ich das bin und dass er sich freut, dass ich wieder bete. Instead of saying my. Anstatt dass er sagt, meine Güte. Die again. Die schon come wieder. Again. And she will complain. Und jetzt wird sie wieder anfangen zu jammern. Und jetzt sagt sie dieses und jenes. Look what God said to the people of Israel the same. It's why I'm telling you this. Und ich sage euch das, was, weil der Herr es bereits schon den Menschen Israels gesagt hat. Let us look in Malachi 2, verse 17. Lasst uns lesen in Malachi 2, Vers 17. Well, he didn't love Israel very much. Und er liebte Israel sehr. Very much. But you sehr. See, but you see what he say? I don't want him to say this about me. Aber hört jetzt, was er über sie sagt. You have wearied the Lord with your words. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Yes, yet you say. In what have we wearied him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord. They complain. And he delights in them. Or, where is the God of justice? Oh, we said this many times. Ja. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Well, do God hear your words? Also hört Gott deine Worte? Yes. Ja, tut er. Everything you say, even in secret. Alles, was du sagst, auch wenn du meinst, alleine zu sein. He hear you. Er hört dich. Cannot escape. Du kannst ihm nicht entkommen. He said here in Ezekiel. Und es steht auch geschrieben in Hesekiel 35, Vers 3,
13. When this is not warning us, what is warning us? Und wenn uns diese Worte nicht warnen, dann was kann uns wirklich warnen? This with your mouth you have boasted against me and multiply your words against me. I have heard them. Is God hear your word? Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich überreichlich gemacht. Ich habe es gehört. Er hört, was wir sagen. Er hört, wenn du dich beklagst zu Hause. He hear when you talk about his children. Und er hört, wenn du über seine Kinder sprichst. He hear you, he hear you. He hear me, he hear each one of us. He hear. Er hört dich, er hört mich, er hört jeden Einzelnen von uns. That's why we have to start to be mature. Und deshalb müssen wir anfangen zu reifen. So to receive the blessing. Um wirklich die Segnungen zu empfangen. Okay. Amen. Das ist sehr ernst. We want to be blessed. Wir möchten gesegnet sein. Look, it confirm it again. Und wir wollen das nochmal bestätigen. In Malachia 3, Vers 14 and 15. In Malachi 3, Vers 13 und 14. Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you, Lord? You have said, it is useless to serve God. You heard this sometime? Yeah. What profit it is that we have kept his ordinance and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Why God said have harsh word? Und warum sagt Gott, dass ja unsere Worte anmaßend ihm gegenüber sind? Because they question his faithfulness. Denn sie stellen seine Treue in Frage. Said, really, you are faithful? Und die sagen, ja, du meinst, du seist really uns gegenüber to give me? Treu? No. Treu? I tried 1 year, 2 year, 3 year, it didn't work, 4 year, it didn't work, 5 year. I don't believe it. Ja, und wir sagen wirklich, du willst uns geben. Ich habe es 1 Jahr versucht, 2 Jahre versucht, 3, 4, 5, 6 Jahre versucht und ich habe nichts bekommen. Du willst mir treu sein? We are questioning. Wir stellen ihn in Frage. And we confess it all the time. Und wir sprechen es, und wir bekennen es jedes when Mal. It will happen. Wann wird es passieren? When he will hear me. Wann wird er mich hören? I cannot anymore. Ich kann nicht mehr. I am fed up. Und ja, ich bin müde. It's enough. Und es reicht mir. I want it now. Ich möchte es jetzt. Now, now, now. Jetzt, jetzt, jetzt. Like bei McDonald's. So wie bei McDonald's, sofort. I am hungry, hungry, hungry. Ich habe Hunger. So I go to McDonald's, schnell, schnell, schnell. Also gehe ich zu McDonald's und kriege alles ganz schnell, Drive-By muss nicht mal rein. And he give me junk food and I eat it. Und die geben mir Fast Food und ich esse es. You know, unhealthy food. Ungesundes Essen. This is junky food. Ja, ungesund. Yeah. I know, we like it. Ich it's weiß, good, es schmeckt it's good uns. To the gum. Ja, es ist, tut gut unserem Gaumen. But it's bad to the stomach. Aber schlecht für unseren Magen. It's the same with our word. Selbe wie unsere Worte. It's good when we start to complain. And to hear myself, ach, it sounds so beautiful. Und es tut uns gut, uns selber zuzuhören und uns zu beklagen und hier und das ist passiert. Und es tut uns gut, uns selbst zuzuhören. Now I feel good. Und jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich alles rausgelassen. People tell you, bravo, ja, bring alles raus. Und alle und Leute ermutigen dich und sagen, ja, lass alles raus, lass es raus. And you go to the psychiatrist, you said, yeah, talk. Und dann gehst du zum Psychologen und er sagt, ja, lass es raus, komm, erzähl mir. And you talk and you get worse. Und du sprichst und du sprichst, du lässt and alles raus und mit jedem Mal fühlst du dich schlechter. It's the word. Das steht im Wort. I didn't invent anything. Ich habe mir nichts ausgedacht. What I preach, was ich predige, I do my best to live it. Da tue ich auch das Beste, nach dem zu leben.
This is very important for our church. Und das ist sehr wichtig für unsere Gemeinde. Don't speak bad about the church. Sprich nicht schlecht über die Gemeinde. Don't complain when somebody make a mistake. Beklage dich nicht, wenn jemand einen Fehler begeht. When was your last mistake? Denn wann hast du das letzte Mal einen Fehler begangen? You understand this? Verstehst du das? It's like Jesus. Es ist wie Jesus. He said, if you never sin, yet throw the first stone on her. Und wie Jesus gesagt hat, wer ohne Sünde lebt, soll den ersten Stein werfen. And if you know better, und wenn du es besser weißt, then you pray, you don't speak. Dann bete, dass du nicht aussprichst. It's very silent here. Hallelujah. Ganz ruhig. You know, we want blessing in our life. Wir möchten Segen in unserem Leben. Well, hallelujah. Amen. Philippians 4:19 say. Im Philippa 4, Vers 19 steht. What it say? Was steht dort geschrieben? He gave us an answer. Er hat uns eine Antwort dafür gegeben. And my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Does matter to him that you have everything? Ist es ihm wichtig, dass du alles hast? Very much. Sehr wichtig. He want to give you the best. Er möchte dir das Beste geben. And he give us always example from the Old Testament how Israel made him fed up. Und er gibt uns jedes Mal ein Beispiel aus dem Alten Testament, wie die Israeliten ihn ja wirklich ermüdet haben. They complain and complain and complain. Terrible. Denn sie haben sich beklagt, never beklagt. Happy. Und sie waren immer unglücklich und unzufrieden. Das war wirklich furchtbar. Halleluja. Amen. You love more Bible places? Ja, sollen wir noch mehr Bibelstellen lesen? The Bible is very... You take pleasure in it, because you have your answer. Wisst ihr, die Bibel ist so aufregend und ihr werdet euch erfreuen, denn ihr werdet eure Antworten dort finden. It's the only book where you can read all your life and always see something new. Yeah. The only book. Ja. Es ist das einzige Buch, das ihr immer wieder oder euer ganzes Leben lang eigentlich lesen könnt und jedes Mal etwas Neues empfangen werdet. Because this is God's his word alive. He put them here, ja. But when we speak it, we bring them to life. Ja. Das sind Worte hier schwarz auf weiß geschrieben, aber wenn wir sie bekennen und aussprechen, machen wir sie lebendig damit. So we want to bring the word of God alive, life, not rehearsal. Ja, also wollen wir es nicht einfach nur auswendig lernen, sondern wollen es wirklich lebendig machen. Every time fresh again. Jedes Mal neu in und our frisch life. In unserem Leben. So we maintain a good attitude. Damit wir eine richtige Einstellung beibehalten. Halleluja. Amen. Oh Lord, Lord. He gave us an example in Jeremiah 23. Und er hat uns ein Beispiel gegeben in Jeremia 23. And we start with verse 33 to 40. Wir fangen an in Vers 33, lesen bis 40. You know, in this story, you know, the people didn't repent. In dieser Geschichte hat das Volk nicht Buße getan. And judgment came. Und der Tag des Gerichts kam. And you know, judgment is it's because it gives you an opportunity to change. Und dieser Tag des Gerichts kommt, yeah, damit du die, damit sie die Gelegenheit bekriegen, wirklich sich nochmal zu verändern. When start, God said, no, it's enough now, I will judge. Then. Und Gott sagt, jetzt reicht es, jetzt werde ich richten. So you have a choice all to wake up and stop what you are doing or to disobey. Also hast du die Gelegenheit, mit dem aufzuhören, was du tust, oder aufzuhören, ihm ungehorsam zu sein und gehorsam zu werden, oder es ist dir egal und du bleibst einfach so. How important it is this? Wie wichtig ist das? Das ist sehr wichtig. So when these people, verse 33, also wir fangen an im Vers 33, or the prophet or the priest ask you saying,
What is the oracle of God? You shall then say to them, what oracle? I will even forsake you, says the Lord. Und wenn dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester dich fragt, was ist die Last des Herrn? Dann sage zu ihnen, ihr seid die Last. Aber ich werde euch abwerfen, spricht der Herr. You know, already he talked to them. And already judgment came upon them. And still they're asking, oh, where are you, God? Why you don't talk to us? Und sie wurden bereits gerichtet, der Tag des Gerichts kam und sie haben dennoch Gott gefragt, oh Herr, warum sprichst du nicht zu uns? Wo bist du? And this happened to the Christian. Und das passiert den Christen. We are doing wrong and we ask him, give me a word, God. Wir machen etwas falsch oder wir leben falsch und sagen, oh Herr, gib mir ein Wort. Talk to me, give me an oracle, give me something. Gib mir ein Zeichen, gib mir irgendetwas. God give us everything. Gott hat uns bereits schon alles gegeben. Amen. Hallelujah. Verse 34. Vers 34. And as for the prophet and the priest and the people who say the oracle of the Lord, I will even punish that man and his house. God is so angry, he said, an oracle. Again, they repeat the same thing. He said, the one who say like this, I will punish him, he and his family. Und der Prophet und der Priester und das Volk, die sagen, Last des Herrn, einen solchen Mann und sein Haus werde ich heimsuchen. Und da ist er ja richtig sauer. And still they ask. Und sie fragen immer noch. Is that not stubbornness and stupidity? Und ist das nicht wirklich ja Dummheit und ja, Stur? Many born again Christians do the same. Und wie viele von neugeborenen Christen tun das? Instead of changing their way, checking themselves, is God, when are you coming? Anstatt ihre Art und Weise zu ändern und sich selbst zu richten, sagen sie, Herr, wann kommst du? When you will change, it's not fair, you are unjust. Wann wirst du dich verändern? Du bist unfair und ungerecht. No, he's not unjust. Nein, er ist nicht ungerecht. Maybe you are, but not him. Vielleicht bist du ungerecht, aber er ist nicht ungerecht. So, look, this is an example for us, please, listen. Also das ist ein Beispiel für uns und bitte hört zu. Verse 35, ne? Mm-hmm. Yeah. Thus every one of you shall say to his neighbor and every one of his to his brother, what has the Lord answered? You still ask the one prophet, somebody who give a word. Mm. Yeah? How can you be so stubborn? So sollt ihr sagen, jeder zu seinem Nächsten und jeder zu seinem Bruder, was hat der Herr geantwortet? Oder was hat der Herr geredet? Noch immer haben sie es nicht verstanden. What has the Lord spoken? Was hat der Herr geantwortet? Was hat er gesagt? Verse 36. Vers 36. And the oracle of the Lord you shall mention no more. He was angry. For every man's word will be his oracle. For you have perverted the words of the living God, the Lord of hosts, our God. Aber das Wort Last des Herrn sollt ihr nicht mehr erwähnen, denn die Last wird für jeden sein eigenes Wort sein. Denn ihr werdet verdreht, denn ihr verdreht die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn der Herrscher, unser Gottes. He is telling them to stop to sin with their mouth. Und er sagt ihnen da, dass sie aufhören sollen zu sündigen mit ihrem Mund. He is telling them change your way of life, and they still want somebody to tell them a word. Und er sagt ihnen, sie sollen ihr Leben ändern oder ihre Art und Weisen verändern, und noch immer warten sie auf ein Wort oder auf ein Zeichen. There is people who only prophesy. Mm. Es gibt Menschen, die nur ja prophezeien. Every day, any hour, any time, day and night, when you see somebody, even in the church, I knew, you sit beside her, I have a word for you. Und es gibt so viele Leute, die jeden Tag eine Prophezeiung geben, egal zu welcher Zeit, egal wo sie sind, egal wem. Sie setzen sich in der Gemeinde neben dich und sagen, ich habe ein Wort für dich. Living with tell me something, Lord, and be disobedient. Und sie leben mit der, ja, mit dem Leitfaden, Herr, sag mir etwas oder gebe du mir ein Wort, und sündigen aber dabei. And he is telling them, but I told you. Und er sagt ihnen, ich habe dir bereits gesagt. And now I am fed up. Und jetzt reicht es mir. And now I will judge you. Und jetzt werde ich richten. And still
Still, so many Christians continue to say, why you don't answer me, Lord? Und noch immer gibt es so viele Christen, die sagen, Herr, warum antwortest du mir nicht? Amen. Amen. Halleluja. Now we go to 37, I think. Yeah. 37. Thus you shall say to the prophet, what has the Lord answered you, and what has the Lord spoken again? It's not normal. So sollst du zum Propheten sagen, was hat der Herr dir geantwortet oder was hat der Herr geredet? Und noch immer haben sie es nicht verstanden. But since you say the oracle of the Lord, therefore thus say the Lord. Because you say this word, the oracle of the Lord, and I have sent you saying, do not say the oracle of the Lord, therefore behold, I, even I, will entirely forget you and forsake you and the city that I gave you and your father, and will cast you out of my presence. Ja, ne? Okay. Wenn ihr aber sagt, lasst es Herrn, darum, so spricht der Herr, weil ihr dieses Wort gesagt, lasst des Herrn, obwohl ich euch aber ausrichten lasse, ihr sollt dies nicht sagen, lasst des Herrn. Darum siehe, ich werde euch ganz vergessen und euch in die Stadt, die ich euch von euren Vätern gegeben habe, von meinem Angesicht verwerfen. You can see here that this is for us too. Und ihr könnt hier sehen, dass das auch für uns ist. He tell us that everything we speak we will have. Und er sagt uns, dass alles, was wir aussprechen, werden wir empfangen. And we can turn with the power of our word and the believing of our heart situation in our life that no man could. Und mit der Kraft unserer Zunge und mit dem Herz und wie wir in unserem Herzen glauben, können wir Situationen in unserem Leben komplett verändern. You know, in the Old Testament there was a prophets because there was not yet Jesus didn't die and resurrect from the dead. There was no Holy Spirit. Im Alten Testament gab's den Heiligen Geist nicht, weil Jesus noch nicht kam, gestorben und wieder auferstanden ist. Deshalb gab es nur die Propheten. Now in the New Testament, of course, there is the fivefold ministry. Aber jetzt im Neuen Testament gibt's natürlich den fünffältigen Dienst. But you don't meet always a prophet on your way. Aber du triffst nicht jedes Mal auf dem Weg einen Propheten. Yeah, in the Old Testament there was even sitting in the temple and people were coming to ask. Und im Alten Testament saßen sie in den Tempeln und die Leute kamen herein, um zu fragen. But now the temple of God is we. Aber nun sind wir der Tempel Gottes. Who is speaking to me? Also wer spricht zu mir? Who is living in me? Wer lebt in mir? The Almighty God. Der allmächtige Gott. The greater one. Der größere. Why should I go and ask somebody when the greater one live in me and can talk to me and I don't listen? Amen. Wie kann es denn sein, dass der Größere in mir lebt und ich immer noch zu jemandem gehe und sage, hast du ein Wort für mich, kannst du mir etwas sagen, wenn er in mir ist und zu mir direkt sprechen kann? You think he will talk to me better than you? No. Meinst du, er spricht zu mir besser, als er zu dir spricht? Das ist nicht so. If you have a concern about your life, wenn du irgendein Anliegen in Bezug deines Lebens hast, believe me, he will talk first to you, not to me. Glaub mir, wird er erst dich ansprechen, bevor er mich für dein Anliegen anspricht. I mean, we have a God who is clever, who is healthy. He's not schizophren. Wir haben einen Gott, der wirklich schlau ist und nicht schizophren oder zwei Gesichter hat. Now, if you are young in the Lord, we can help you. Weißt du, wenn du jung im Herrn bist, dann können wir dir helfen. But if you are mature, aber wenn du reif bist, you say you are mature, oder du sagst, du bist reif, but you go around, aber du lebst eigentlich, wie du willst. Hast du ein Wort für mich? Oder du gehst zum Herrn und fragst, hast Please du ein Wort für give mich? Me a word. Bitte gib mir ein Wort. A word. What a word? I will tell you what. Ja, was für ein Wort? Ja, komm, ich erzähle dir. Do what God wants and you will be blessed. Talk like he talks and you will be blessed. Tue das, was Gott von dir möchte. Du wirst gesegnet sein. Halle. Lebe, wie er lebt. Du wirst gesegnet sein. And stop to ask. Und hör auf zu fragen.
Halleluja. We are mature people. Wir sind reife Menschen. I speak over my church, my family, myself and everything I touch. Every day. Und jeden Tag spreche ich über mich selbst, über meine Familie, über alles, was ich berühre. How I speak over me? How? Und how wie tue ich das? Wie tue ich what das? I say? Was sage ich? Oh, your name is Corinne and you are so nice. Oh. Und ich sage nicht, ich heiße Chanel und ich bin so super. Lord is my strength. Ich sage, der Herr ist meine Stärke. Wir sollen an nichts mangeln. The greater one lives in me. Der Größere lebt in mir. Greater is he that is in me than he that is in the world, which is the devil. Größer ist der in mir, als der in der Welt ist, wer der Teufel ist. I can do and I will do all things through Christ who strengthens me. Amen. Ich kann und ich werde all die Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. The Lord has blessed me with all heavenly blessings in high places. Und der Herr hat mich gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. And I am blessed. Und ich bin gesegnet. He gave me wealth and health. Und er hat mir Wohlstand und Gesundheit gegeben. He forgave me my sin. Er hat mir meine Sünden vergeben. And I am a new creation. Und ich bin eine neue Kreatur. He set me apart. Und er hat mich beiseite genommen. He chose me. Er hat mich auserwählt. Qualify me. Er hat mich ausgerüstet. And I'm sitting with him in the heavenly places. Und ich sitze mit ihm an himmlischen Orten. Beside him. Neben ihm. Above. Über allem. Above. So über. You have to talk also about yourself. So musst du von dir selber sprechen. And not saying, if I don't know what I will do. Und nicht stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nothing happened. Nichts passiert. And time is going passing. Und die Zeit läuft. Well, don't be afraid of this. Hab keine Angst davor. Yeah? Because you see the example of Abraham. Ja, denn ihr seht Abraham als Beispiel. And the one of Moses. Und Mose. When he started. It was 80. Wann sie in welchem Alter sie angefangen haben? Come on, he will give you all what you want. Er wird dir all das geben, was du möchtest. Don't be afraid that the time is going by. Hab keine Angst, dass dir die Zeit wegrennt. Halleluja. Amen. You know, I know a lady here in our church. Ich kenne eine Dame Beatrice. Hier. It's Beatrice. Where is she, Beatrice? Today? I think by the children. Children's ministry. Nein. Ja. Yeah. Who said yeah? Yeah, Kinderdienst. Okay. I have to give an example about her. Ich möchte ein Beispiel geben über eine Schwester von uns, Tante Beatrice. Is Caleb here or no? Not here? No. Yeah. We have patience with him. Anyway, hallelujah. Amen. Hallelujah. God is good. Gott ist gut. You know, confession brings possession. Wisst ihr, Bekenntnis bringt Besitz. This is what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. I mean, Beatrice, if you don't know, it's okay, but I know her. She's also Beatrice, falls ihr sie nicht kennt, ich kenne sie. And she is the sister-in-law of George, and she's long in this church. Und die sind sehr lange hier in der Kirche. Long das ist die Schwägerin von George. And her husband went away. Und ihr Ehemann, ist von der Familie gegangen. Yeah, and she. You know, I was wondering. Und ich habe mich gewundert. But the Lord give according to your heart. Aber der Herr gibt dir anhand deines Herzens. And she was confessing every day. Und sie hat jeden Tag bekannt. Doesn't matter how, what. Ganz egal was. Even when she divorced. Selbst wenn man geschieden ist. She divorced from him. Sie waren geschieden. And she still confessed he will come back. Und sie hat jedes Mal bekannt, er wird zurückkommen. I mean, it look crazy. Und das sieht mag verrückt sein. These are special cases, believe me. Und glaub mir, das sind ja besondere Situationen. This is according to your heart, God give you. Und der Herr gibt dir anhand deines Herzens. But believe me. Aber glaub mir. It happened. Es ist zustande gekommen. He came back. Er kam zurück. And they will get married very soon. Und die werden wieder heiraten. I mean, it is a miracle. Und ich sage euch, es ist ein Wunder. And I know. Und ich weiß, this is because she believed it with all her heart. Weil dies kommt zustande, weil sie von ganzem Herzen geglaubt hat. You know, when a woman is betrayed, wisst ihr, wenn eine Frau betrogen wurde, there is bitterness and rejection very, very
strong. Dann ist ja die Bitterkeit und die Ablehnung sehr groß. And sometimes because you are so hurt, und manchmal bist du so verletzt, and you want to get hear nothing anymore about him. Willst du nichts mehr von deinem ehemaligen Partner hören? And you don't even put the faith that he comes back. Und du legst, gibst auch, du glaubst auch gar nicht mehr daran oder möchtest gar nicht mehr daran glauben, dass er zurückkommen könnte. Such a man, what I will do with it. Yeah? Ja, so einen Mann willst du gar nicht mehr wieder haben, denkst But du dir. Beatrice was not like this. Aber Beatrice war nicht so. She knew everything and she forgave him all the time. I was wondering. Und sie hat ihm vergeben und ich habe mich die ganze Zeit bewundert. I didn't know if it's stupidity or it is good. I could not see it. You see, it's only the person can see. Und ich wusste nicht, ist das, ja, ist das Dummheit oder was, oder ist es richtig, ist es falsch, oder ist es Glaube, was ist es? Ich konnte es nicht sehen, aber sie hat es gesehen. From your word and your heart, anhand deiner Worte und deines Herzens you can heal your family. Kannst du deine Familie heilen. And this family now und diese Familie is getting healed. Wird geheilt. Mit anderen Issues also. Auch andere Anliegen. It is healing and healing and this is only him. Und diese Familie wird geheilt und das alles nur durch Gott. Only his word became life. Und nur sein Leben wurde, sein Wort wurde lebendig. That's why it is up to us how we take and we believe in a situation. Und deshalb liegt es an uns, was wir aus einer Situation machen und was wir in dieser Situation glauben. Or what you want. Because it's your good right to say I don't want anymore. Ja, du kannst immerhin tun, was du möchtest. Ich meine, du hast das Recht zu sagen, ich möchte nicht mehr. God is not against it when somebody cheats you, you bye-bye, you know? It's in the Bible. Ich meine, Gott ist nicht dagegen, wenn du betrogen wurdest, kannst du eigentlich gehen. It's a choice. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. But she chose the other way. Aber sie hat sich anders entschieden. And God honor her. Und der Herr hat sie geehrt. God will honor you with what you believe. Und der Herr wird dich ehren mit dem, was du glaubst. God don't look at people and choose them. No, he will do to everyone the same thing. Ja, und Gott tut nicht nur den Auserwählten, sondern jeden einzelnen von uns. What you speak with your word. Was du aussprichst. What you speak over your house. Was du über dein Haushalt aussprichst. I know that Shaheen was always praying for her husband. Und ich weiß, dass Shaheen jedes Mal für ihren Ehemann gebetet hat. And, she was a bisschen crying. I told her to stop to cry. und sie hat ein wenig geweint und ich sagte ihr, hör auf zu weinen. And but she stopped. Now she don't care. When I see Shaheen, she smile. Und sie hat aufgehört zu weinen und jetzt freut sie sich. But her husband. Aber ihr Ehemann. Came to Jesus. Kam zu Jesus. When last year? Last year? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ja. Halleluja. Amen. How many years she was waiting? Oh, la 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 la. Wie many viele Jahre hat sie gewartet? Viele Jahre. Many. Viele Jahre. But she always said it. Aber sie hat es immer gesagt. My husband will come to Jesus. Sie hat es immer ausgesprochen und bekannt. Mein Ehemann wird zu Jesus kommen. And she took him to churches. Und sie hat ihn mitgenommen zu Gemeinden. And the last church she came, it was here. She dropped him here. Und die letzte Gemeinde, in die sie kam, war diese und hier hat sie ihn dann auch gelassen. Halleluja. Amen. According to your faith. Anhand deines Glaubens. And to your words. Und deiner Worte. It will be done unto you. Wird es dir geschehen. Is not God the God of miracles? Ist Gott kein Gott der Wunder? And I will not say other miracles in this church because there is so many stories. Und ich werde jetzt nicht alle Wunder erzählen, es gibt so viele Geschichten hier in dieser Gemeinde. And I see, because I know my sheep. Und ich sehe das, denn ich kenne meine Schafe, and ich kenne meine Herde. I know those who matured and win the battle. Und ich kenne die, die reifen und die, die Schlachten gewinnen. And how the family, wow. Und wie die Familien they come together. Sich versöhnen und wieder zusammenkommen. And I know this is only God who can do this. Und ich weiß, es kann nur Gott sein, der das tut. Because there is so much hurt, but when there is one person in the family who know how to forgive, it works. Denn es wird so viele sind verletzt, doch wenn einer in der Familie weiß, wie er vergibt, dann kann das alles, dann kann das alles passieren. It works. Dann funktioniert es. Don't give up. Also gebt nicht auf.
Don't give up. Gib nicht auf. What you want from the Lord, He is waiting to give it to you. Amen. Was du vom Herrn willst, er wartet nur darauf, es dir zu geben. Like Mark 11:23. Und wir wollen lesen in Markus 11, Vers 23. Mark 11, the Master, our Lord Jesus, said. Unser Herr Jesus sagte. He say, I say to you. Ja. He mean to me, to you. Und er sagt hier, er sagt zu mir, er sagt zu mir, zu dir, zu uns allen. I say to you, whoever says to this mountain, who is whoever? Wahrlich sage ich euch, wer ist wer? Ich bin wer, du bist wer, wir sind alle wer. Whoever. Wer auch immer, wir. Ever. Ja, wir. Says to this, say, you listen to me, say to this mountain. Wer zu diesem Berg sagen wird. Be removed and be cast into the sea. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. And does not doubt in his heart, but believes that those things he say will be done, he will have whatever he says. Amen. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass das geschieht. Ich muss noch mal. Und wer nicht zweifelt, wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. He didn't say whosoever pray. Er hat nicht gesagt, wer auch immer glaubt. This is written, er betet. Whosoever pray, talk to this mountain. No. Und er sagt nicht, wer hier immer betet und dann dem Berg sagt. We don't pray and talk about the mountain. We tell the mountain. Ja. Wir beten nicht und sprechen über den Berg, sondern wir sagen oder befehlen dem remove. Berg. Remove! Hebe dich empor und wirf dich ins and Meer. It has to remove in Jesus' name. Und er wird sich emporheben. Amen. What problem you have. Ganz egal, welches Problem du hast. Take authority and remove it with the name of Jesus. Hab die Autorität und werfe es weg in Jesu Namen. Verse 28 of the same chapter. Und im selben Kapitel, Vers 28. The heart of the righteous studies how to answer. No, this is not this. Nee, excuse me, it's Proverb. Else. It's Proverb. Okay. 10, verse 19. Oh, yeah, Proverb 15, 28. Okay, also Sprüche 15, Vers 28. Ja. Yeah. Mhm. Yep. Ja. So, the heart of the righteous study how to answer, but the mouth of the wicked pours forth evil. Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist, aber der Mund der Gottlosen lässt Bosheit sprudeln. Look also Proverb 10, verse 19. Lass uns lesen in Sprüche 10, Vers 19. Proverbs 10, 19. 10, Vers 19. In the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. 19, also ja. Bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus, aber wer seine Lippen zügelt, handelt klug. He's telling you, you know, before you answer, turn your tongue in your mouth maybe 3 times, 4 times. Don't answer quickly. Also antworte nicht schlecht, okay. Schnell. Yeah. Bevor du etwas sagst, dreh deine Zunge 3 um und überlege es dir. Genau. Halleluja. And Psalm 39, und Psalm 39, Vers 1. I will guard my ways lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle while the wicked are before me. Excuse me. It's okay. Huh?
und Mutter. Halleluja. Thank you. Make it good. Halleluja. Okay. Ja. Psalm 39, Vers, ja, im deutschen Vers 2. Ich sprach, ich will meine Wege auf meinen Wegen Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. So I will do it. Also ich werde es tun. I will restrain my mouth. Ich werde meinen Mund im Zaum halten. I will close my mouth with a muzzle. Und ich werde meinen Mund, ja, wie ein Maulkorb so über meinen Mund nobody legen. Can do it for me. Das keiner kann das für dich tun. I have to do it. Du musst es selber tun. Especially when they accuse me. Ganz besonders, wenn sie dich etwas anschuldigen, because dir etwas anschuldigen. Talk about me in front of me. Über dich sprechen und du das auch noch mitkriegst. Tell me that I did think I never did. Dir sagen, dass du Dinge gesagt, getan hast, die du niemals getan hast. Instead of getting angry, making story. Und anstatt, dass du sauer wirst oder dir irgendwelche Geschichten ausdenkst and I say, I don't see my face anymore. Und sagst, du wirst mich nie wieder sehen. No, I stand where God put me. Nein, ich bleibe da stehen, wo Gott mich platziert and I show hat. Myself mature. Und ich zeige mich reif. And I don't make poison here and poison there and because I was so hurt. Und ich fange nicht hier Streit und hier an, giftig zu sein und hier und dort, sondern ich, nur weil ich verletzt bin. Especially when we are hurt. Oh, ganz lala. Besonders, wenn wir verletzt sind. Oh lala. You know, men also are very sensitive like the women, believe me. Wisst ihr, Männer sind genauso sensibel wie Frauen, glaubt mir. And they have a different way of thinking. Sometimes you didn't even mean this. Und die haben eine ganz andere Art und Weise zu denken. Manchmal meinst du das nicht mal so. And they say, they take it that way. They are so angry. Und dann nehmen sie es aber so an und sind sauer. And women, oh, und Frauen, the same. Genauso. I mean, the Lord is saying to us, und ich meine, der Herr sagt uns, don't speak, sprich nicht, when you are hurt. Wenn du verletzt bist. I said this to my church many times, but I could not stop them. They were shouting, "We babies," to each other. Oh my! My. Ich habe das meiner Gemeinde sehr oft gesagt, aber es hat nicht nichts gebracht. Sie haben einander angeschrien und gestritten. No. Nein. We are mature. Wir sind reif. Proverbs 17, verse 27. Sprüche 17. Vers 27. Is that true? It's very true. He who has knowledge spare his words, and a man of understanding is of a calm spirit. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis, und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Well, listening and don't get angry. Also hör zu und ja, seid nicht wütend. And don't hurry to answer. Und beeilt und gebt nicht einfach Antwort. Quick to hear and slow to speak. Hört schnell zu, aber sprecht langsam. This is maturity. Das ist Reife. You know, the Bible says even when stupid men, when they keep their mouth shut, everybody thinks they are wise. Und in really? Der Bibel steht sogar, dass wenn die dumm ruhig sind, denken alle, dass sie eigentlich schlau sind. Yeah. So a foolish one keep his mouth out. Oh, he has wisdom. Also wenn er den Mund hält, dann denken alle, oh, er ist weise. Well, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Preis den Herrn. Ecclesiastes 5. Ecclesiastes ist in Deutsch Prediger. Ja, 5. Prediger 5. 2 and 3. 2 und 3. Do not rush with your mouth. And let not your heart utter anything hastily before God. For God is in heaven and you on earth. Therefore, let your word be few.
For a dream comes through much activity, and a fool's voice is known by his many words. Also es ist Vers 1, ne? Es geht bei 1 los. Okay. In Deutsch geht das bei 1 los, Vers 5, also 5 Vers 1. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Wege wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. You know, your word will accomplish, if you want that your word accomplish something positive, don't speak about your feeling. Wenn du möchtest, dass deine Worte etwas erreichen, dann darfst du nicht über deine Gefühle sprechen. Speak about how the word sees it. Sprech darüber, wie das Wort es sieht. And if you don't know the word yet, und wenn du das Wort noch nicht kennst, then keep quiet. Dann sei lieber leise. Because so you are not in danger. Damit bringst du dich nicht in Gefahr. So you keep yourself safe. Damit ja, bleibst du in Sicherheit. Because if you speak, denn wenn du sprichst, the word of God, you will be delivered. Wenn du das Wort Gottes sprichst, wirst du befreit werden. Healing will come. Heilung wird kommen. And blessing is coming. Und Segnungen kommen. By your word. Durch dein Wort. In your life. In dein Leben. And it's real what I'm saying. Und das ist wahr, was ich hier sage. It's not imagination. Und das denke ich mir nicht aus. Oh, egal, when I speak, it's nicht so no, it's very gravierend. Ja, ist ja nicht so schlimm, was ich sage. Nein, das ist sehr wichtig. Dangerous. Und das kann auch sehr gefährlich werden. Don't speak about anyone bad. Sprich nicht schlecht über irgendjemanden, ganz egal wen. Even if they are bad, don't speak bad. Auch wenn sie schlecht sind, sprich du nicht schlecht über sie. It's not we to judge. Wir sind nicht die, die richten sollen. No angel could talk the way they want in heaven. Und es gab keinen einzigen Engel im Himmel, der einfach sagen konnte, was er wollte. Even Gabriel said to the devil, I rebuke you, Satan. Und der Gabriel sagte zum Teufel, I rebuke you. Ja, ich lehne dich ab. He didn't say, you idiot, you devil, okay. You böse, you monster. You know, we talk very often. Er sagte nicht, was er wollte und hat ihn irgendwie beleidigt oder sonstiges. Er sagte, ich weise dich only ab. Talk what the world say. Und sie sprachen nur das aus, was das Wort sagte. And God told us to do the same. Und Gott sagte uns, dass wir dasselbe tun sollen. But we are free. Aber wir sind frei. The angel are not free. Wir haben Möglichkeiten, Engel nicht. Because the angel, if they talk what they want, they finish like Lucifer. Denn wenn die Engel reden, wie sie möchten, dann enden sie so wie Lucifer. We saw how Lucifer finished, because he said, I. Ja. Und wir sehen ja, was mit Lucifer passiert ist. Er sagte, ja, ich. But we are the only one who can talk what we want. Aber wir sind eigentlich die einzigen, die sagen können, was sie möchten. So many people talk. Und so viele Menschen reden. You know, we go and pray for the government. Wir gehen und beten für die Regierung. And we have such an anointing in the prayer meeting. Und wir haben dann so eine Salbung in Gebetstreffen, in der Fürbitte-Gebet. Und alles ist wunderbar. And then when we finish, und dann, wenn wir fertig sind, we start to talk about what how bad they are and what they are doing, how dangerous it is and what dann fangen wir uns zu beklagen. Wir haben gerade für die Regierung gebetet, aber sagen dann, wie schlecht die Regierung eigentlich ist. How if they are wicked, he will it's possible. Then why you pray if you don't believe? Und dann sagst du, ja, die sind unmöglich und das ist und die können sich gar nicht ändern. Ja, aber darum, warum betest du dann für die? God said that only by our prayer he can move. Ja, und Gott sagt, er kann erst dann oder er kann, wir müssen ihn durch Gebet befähigen. I mean, he cannot, it's not your responsibility, what will happen. Where our responsibility is to ja, es ist nicht, wir tragen nicht die Verantwortung dafür, was passiert, wir tragen einfach nur die Verantwortung dafür, zu beten. How can I pray for a bad government? Ja, wie kann exactly, ich, because it's bad pray. Wie kann ich für eine schlechte Regierung beten? Wenn die Regierung schlecht ist, dann musst du für die Regierung that beten. Be a change. Damit sie sich verändert. Why you think things happen in the world because it's a less of prayer? Ja. There is no prayer. Und ich meine, ihr müsst euch fragen, warum passieren so viele Dinge in der Welt? Die passieren nur, weil es einen Mangel an Gebet gibt. And you know, when you look at the news, when you look at people, I mean,
God help us. It's only negative. Wirklich, wenn ihr euch die Nachrichten anschaut oder andere Menschen anschaut, ja, Gott kann uns so helfen, denn es ist alles negativ. But in this church, aber in dieser Gemeinde we are learning. Lernen wir. We want here, this place, be full wir möchten, of new soul. Wir möchten, dass dieser Ort voller neue Seelen ist. Full of power, voller Kraft. Miracle, voller Wunder. Sign and wonder, Zeichen und Wunder. Like the gospel tell us. So wie es das Evangelium es uns and sagt. We want to speak like this. Und wir möchten das aussprechen. And believe like this. Und auch so glauben. And see miracle. Und Wunder sehen. In every part of our life. In jedem Bereich unseres Lebens. And the only way we can und, der ein, und die einzige Art und Weise, wie wir das tun können, ist, wenn wir daran and glauben. Und das auszusprechen. And to remove mountains. Und die Berge zu versetzen. We have more than enough. Wir haben mehr als genug. Even if your wallet is empty. Auch wenn du, dein Portemonnaie leer ist, the Lord say you have more than enough. Sagt der Herr dir, dass du mehr als genug hast. He will provide your need. Er wird allen deinen Nöten entgegenkommen. He was saying, he is my provider. Und wir haben gerade gesungen, er ist unser Versorger. So when I think, when I believe, then I will see fruits in my life. Das heißt, wenn ich es singe und glaube, dann glaube ich auch daran, dass ich die Früchte in meinem Leben sehe. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Heißt den Herrn. Halleluja. We will have big surprise this year. Wir werden ja viele Überraschungen haben will dieses be many Jahr. Wedding this year. Viele Hochzeiten dieses Jahr. God is opening door also for göttliche marriage, godlich marriage. Ja. Und der Herr öffnet bla bla marriage. Und der Herr öffnet Türen für göttliche Ehen und nicht einfach irgendwelche and Ehen. We are trying to give to the church the order of a marriage and people are doing it. Und wir geben unserer Gemeinde wirklich das Vorbild, wie es in der Bibel steht, wie eine Ehe sein soll und sie leben danach. We don't go to bed with the fiancé. Und wir schlafen auch nicht mit unserem Verlobten, you go to bed with your husband. Sondern mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. We are teaching the word for health and healing family. Und wir lehren das Wort für Heilung und für geheilte Familien. We want to walk with God, not God with us. Wir möchten mit Gott wandeln und nicht nur er mit uns. When if I want God to walk with me, I will tell him, God, you understand, I am human. I heard it. Und wenn wir mit Gott, wenn wir nur wollen, dass er mit uns wandelt, dann sagen wir ihm, Gott, du weißt doch, ich bin nur Mensch. You understand me. Du verstehst das no, doch. No, I don't. Nein, he says I don't. You believe me? He tell you I don't. Nein, glaub mir, er wird dir sagen, ich verstehe dich nicht. I don't understand. God don't understand sin. Nein, er versteht keine Sünde. He understand holiness. Er versteht Heiligkeit. This is one of the things, you know. Das and ist then, eine der Dinge. And then that never a godly woman or a godly husband will come on your way. This is a lie. Und niemals kommt dir ein göttlicher Mann oder eine göttliche Frau läuft dir einfach so über den Weg. It's a lie. No, it's a lie if you think God will not care to give you. Ah, okay. Und es ist eine